Magst du eigentlich Weinschorle lieber oder warum mischst du den Wein bei der Gabenbereitung? Dass ich Wasser und Wein bei der Gabenbereitung mische, das hat nichts mit einer persönlichen Vorliebe zu tun, sondern das hat eine zutiefst symbolische Bedeutung. Dadurch, dass Gott in Jesus Mensch wird, sind göttliche und menschliche Natur so eng miteinander verbunden, dass es nicht mehr getrennt werden kann. Und dasselbe ist ja dann später auch bei der Kommunion. Wenn ich Jesus in mich aufnehme, dann kann Jesus von mir nicht mehr getrennt werden. Ist das dein Lieblingswein oder gibt es jedes Mal den gleichen? Ich persönlich bin ziemlich leidenschaftslos, wenn es um Wein geht, weil ich privat eher Biertrinker bin. Aber bei Messwein ist es so, dass es nicht den einen Standardwein gibt. Wichtig sind nur zwei Sachen. Das eine ist, dass er keine Zusätze hat und das zweite, dass er von einer hohen Qualität ist. Weil beides bringt so die Würde des Gottesdienstes zum Ausdruck.